seh dich. Au. Lebt er noch? Ich hab doch auf den drauf geschossen. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Ja. Da ist er tot. Oh, da ist Föderationsmunition hinten. Nehmen wir eben mal mit. Und dann... Ich glaube, heilen müsste mich noch können da, ne? Dann heilen wir uns mal eben ganz... Ah, jetzt kann ich die Brücke aktivieren. Schau. Geil. Ja, schau, wir haben noch Maximum Energie hier raus. Ach, ist das ein Träumchen. Ich bin begeistert. So, da müssen wir hin. Wir schauen erstmal da hin, weil da könnte vielleicht ein Schiffchen sein. Finden Sie Crindo. Oder auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Gut. Dann weiter im Programm. Wir müssen ja noch ein bisschen hier den Crindo vernichten. Töten, töten, töten. Ich will Blut sehen. Crindo-Blut. Ob das gewollt war, dass ich ihn wegschieße, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Oder sie, je nachdem. Das kann übrigens nicht bequem sein, wie er den Phaser so hält. Aua! So, ciao! Federation Ammunition. So, ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Ah, schau, Heilung. Das Spiel mag mich. Ab und an mal. Bloß um mich danach dann gleich wieder zu ärgern. So. Fupp, Waffenenergie voll. Geil. So, schauen wir, was da hinten ist bei dem Shuttle. Es gibt ein Versteck und ein Raumschiff gegeben. Ah. Irgendwer schießt sich wieder auf mich. Boah, ich hasse es. Sie sind gestorben. Ach. Schlau wie Schlumpf. Ich kann mit dem Terminal nämlich was machen. Das Problem ist, ich muss da zuerst die anderen Dinger da ausschalten. So.
Ich lach einfach nochmal, weil das bescheuert so. Weil das echt dämlich. Ach, komm jetzt! Ich war 8 Kilometer schon entfernt. Blöde Detonationsradius-Dinger hier. Nein. Ich flippe aus. Ich will das Ding jetzt scannen, weil da ist 100% das Versteck. Ich komme da nur nicht hin, weil ich da erst die Gradler da töten muss. So, ciao. Wo ist der andere Schwachmart? Da ist er. Ich finde das schön, dass die mir so entspannt reinlaufen in mein Schussfeld. Manchmal ist es schön. So, kann ich jetzt hier modulieren? Ich moduliere. Ja, schau. Und hier müsste... Ja, und da ist es. Klack, da ist mein Schiff. Schiff. So. Haben wir das auch erledigt. Wir haben das Geheimnis gefunden und wir haben das Schiff gefunden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, aus der Hüfte rausgesnipert. So. Einfach mal sicherstellen, dass die die Schnauze halten. So. Ach ja. Da war ja was. Cooper? Da ist Cooper! Ihr wollt doch immer, dass Cooper... Boah, was zum... Cooper ist böse zu mir. Sehr gut. So, der Leviathan ist tot. Geil. Na klar. Jetzt bin ich doch wieder schlank. So, so. Ja, du kotzt hier gerade alles. Ach so, es sind zwei. Sehr gut. Du kotzt hier gerade alles aus. Ich bin ein Depp vor dem Herrn, das ist unfassbar. Blöde Frage, geht das eigentlich? Mal was probieren. Meint ihr, das geht? Ach, ich geb's auf. So, werden wir speichern zwischendrin.
Diesmal machen wir es richtig. Lustigerweise, wenn man die Cutscene überspringt, hat man einen Vorteil. So. Sehr praktisch, dass jetzt das Ding jetzt rausfährt, nachdem wir alles platt gemacht haben. Ich finde das sehr gut. So. Achso, wir haben kein Geheimnis mehr hier. So. Geben Sie auf. Wir bringen Sie zu Quindo. Klar, er hat alles besiegt, alles fertig gemacht, aber jetzt lässt er sich von 3 Hampelmännern überrumpeln. Mhm, ist klar. Glaube ich ihm sofort. Ihr Hazard-Team wurde geschnappt. Und jetzt sind sie meine Geisel. Wenn ihr Captain sie nicht gegen Clea austauscht, sterben sie. So. Captain Picard kann das arrangieren. Sie ist kein notwendiges Mitglied der Crew. Wir tauschen keine Geiseln. Wir tauschen keine Geiseln. Dann sterben sie. Wo ist mein Team? Ich an ihrer Stelle würde mich um mich selbst sorgen. Das ist ein weiterer Unterschied zwischen uns. Ich sorge mich um mein gesamtes Volk. Nur nicht um ihren Vater. Wovon sprechen Sie? Er ist auf Tarawa 7. Stoppen Sie den Angriff oder Sie werden ihn mit dem Rest des Planeten zerstören. Er würde nie nach Tarawa 7 gehen. Zu schade, dass wir Ihren Vater durch den elektrischen Sturm nicht kontakten können. Sie müssen wohl zur Enterprise kommen, um die Wahrheit herauszufinden. Oh, das können wir wohl. Unser Kommunikationssystem hat einen Link zu einer getarnten Kommunikationsphalanx im Orbit. Ich kontakte seinen Kommunikator, aber er wird nicht antworten, weil er nicht auf Tarawa 7 ist. Grindo, bist du das? Vater? Bitte hör auf, verschone diesen Planeten. Ich bitte dich, wenn du nicht um der Atrixianer willen mit dem Morden aufhörst, tu es für mich. Aber wir haben gewonnen. Sie sind direkt vor diesem Raum. Ich kann sie kauen hören. Oh nein. Nein! Lebe wohl, mein Sohn. Verzeih mir. Nein, warte, ich halte sie. Ich halte sie auf. Sohn? Senden Sie das Stoppsignal. Habe ich. Meine Exomorphensteuerung funktioniert nicht. Reparieren Sie sie. Stopp. Warum klappt das nicht? Lassen Sie mich raus, ich helfe Ihnen. Die Exomorphe haben sich gegen Sie gewendet. Ich verstehe das nicht. Lassen Sie mich hier raus oder Sie werden auch Sie holen. Ich verdiene es nicht zu leben. Hören Sie zu, Crindo. Sie können Ihren Vater nicht zurückbringen. Aber Sie können mit uns das Morden verhindern. Jetzt deaktivieren Sie dieses Kraftfeld und ich hole uns hier raus. Ihre Truppen sollen mein Team verschonen. Wir treffen uns mit Ihnen, sobald ich Sie hier rausgebracht habe. Und Sie sollen eines Ihrer Shuttles vorbereiten. Schnell! Ich werde die manuelle Zerstörungssequenz von hier aus starten. Sie müssen sofort hier raus. Nein, Sie kommen mit mir. Ich möchte niemanden mehr sterben sehen. Sie müssen weiter. Dies ist die einzige Möglichkeit, diese Einrichtung zu zerstören. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Wir sehen uns am Lift zur Oberfläche wieder. Gehen Sie! Super! Er ist ja doch nicht so schlecht. Richtig netter Kerl. Naja, abgesehen davon, dass er ein paar tausend Leute umgebracht hat. Aber ansonsten, ja, ist er ganz nett. Ah, hallo, Kumpel! Du bist genau der, den ich sehen wollte. Komm her! Friss! Plasma! Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Das nennt man einen Headshot genau zwischen die Augen.
Okay, für jeden Trefferpunkt, den ihr mir zufügt, werde ich 1000 Leute von euch umbringen. So. Jetzt bin ich im Agro-Mode. Alarm. Alarm. Okay. Hier gibt es ein Versteck und ein Raumschiff. Sehr schön. So, Zeit für den magischen Zauberstab. Ich habe nämlich keine Waffenenergie mehr für die... Okay, fairerweise muss man übrigens sagen, die KI ist nicht die hellste. So. So. Toll. Ich muss in die Federn. Gut's Nächtle alle. Kuppa, ich wünsche dir eine wundervolle Nacht. Schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Er hasst das nämlich, wenn ich jeden Einzelnen abmoderiere. Von daher mache ich das immer sehr gerne dann. Einfach, weil er es hasst. Schade. Ich dachte, hier war das irgendwo mit einem Schiffchen. Das war hier, glaube ich, irgendwo, wo ich rüberspringen musste. Und da war dann ein Raumschiff. Ich habe mitgenommen. Ich kann was probieren. Zeit für den Granatwerfer. Keine Waffenenergie mehr. Geil. Machen wir es halt so. So. Faules Pack hier. Liegen alle faul auf der Haut rum. Okay, das brauche ich tatsächlich. Ich brauche unbedingt Waffenenergie. Ich habe fast keine mehr. So, Zauberstab-Maut. Das wusste ich nicht, dass das da ist. Hallo? So, jetzt die Frage, wie komme ich da jetzt wieder... Das geht schief. Oh. Wow. Ich möchte betonen, ich habe alles richtig gemacht. Ich bin bloß durch den Boden gefallen. Ich bin durch den Ast gefallen. Und jetzt bin ich gegen den Baum oben gesprungen. Geil! Habe ich richtig gut gemacht, finde ich. Ich kann nicht springen hier. Ah, jetzt geht's. Ach, ich glaube, ich komme hier nicht hoch, ne? Also ich muss hier unten lang. Okay. Gut, kann man machen. Interesting. So, kriege ich voll? Ja, ich krieg voll. Geil. Und hier, oh Gott sei Dank, endlich Waffenenergie.
Geilomat. So, ich würde übrigens sagen, die Mission machen wir noch zu Ende und dann machen wir einen Schluss für heute wieder. Zeit zu sterben. So, lalalala. Sesam, öffne dich. So, wir haben alles gefunden hier. Geil. Treffen Sie Krindo und verlassen die Einrichtung. Gut. Kriegen wir hoffentlich hin. Speichern. Tricorder benutzen, sehr gut. Machen wir mal. So, Liftenergie wird wieder hergestellt. So, hier gibt es ein Versteck irgendwo und ein Schiffchen. So, ich verzieh mich. Will auch keine Abmoderation von dir. Mach den Kopi einfach nach. Bis dann. Hau rein. Wugi, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schlaf gut. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nicht. Zerfix. Tschüss. Entschuldigung. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Man möge es mir verzeihen. So. Achso, geht automatisch nach oben. Finde ich gut. So. La 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 la. Sehr schön. Okay, da geht's weiter. Geht's denn noch irgendwo lang? Nein. Die netten Damen hier haben auch nichts. So. Hier ist auch nichts. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Bosskampf gab, ehrlich gesagt. Ich bin bescheuert. Ich gehe doch da nicht runter, wenn die noch leben. Ihr müsstet mich besser kennen. Man muss ja durchaus ein bisschen clever spielen. So. Speichern. Achso, ich hätte mich auch einfach hinstellen können, runterspeichern. Okay. So, ich gehe auch. Gute Nacht. Jeremy, auch dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich mache das jetzt bei jedem. So, was kommt jetzt? Das ist der Krindo.
Was lustig ist, ich habe keines der Schiffe gefunden. Und kein Versteck. Ich bin etwas enttäuscht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Schön irgendwas lecker knurren, aber ansonsten war's das. Okay. Ja. Na gut. Hallo, Crindo. Ja, das hat geknurrt. Entdeckung! Was war das? Ein Stalker. Er ist ein Phasenwechsler. Na klasse. Haben Sie noch weitere Überraschungen für mich? Wo ist er? Da ist er. Aua. Ich muss niesen, verdammt. Erfolgreich in den Liftsteuerungsmechanismus umgeleitet. Also schnell raus hier. Was für ein Zufall, dass ich immer so lange brauche mit dem Ganzen, bis ich meine. Bis ich die Gegner besiegt habe. Das finde ich mir sehr praktisch. Ha! Okay, gut. Offensichtlich gibt's hier wirklich nichts mehr. Waffenterminal. Ich weiß nicht, ob das letzte Dingens war oder ob ich noch was machen muss. Darum lade ich mal die Waffen auf. Einfach nur der Sicherheit halber. So. Ja, okay. Lass mich nicht durch. Dann gehe ich von der anderen Seite. Auch kein Problem. So. Sehr schön. Oh. Sehr cool. Mission erfüllt. Geil, dann haben wir es geschafft. Ach ja, sehr gut. Haben wir es doch noch, ich dachte, ich muss vielleicht noch was machen. Aber offensichtlich nicht. So, Landung in der Shuttle-Rampe der Enterprise E. Ist schon wieder ganz gut repariert, das Schiff. Wir müssen wissen, woher die Einrichtung ihre Energie bekam, nachdem sie abgestellt hatten. Crindo? Es ist alles egal. Er ist tot. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand sonst stirbt. Er ist tot und ich habe ihn getötet. Ihr Selbstmitleid kann viele weitere Personen das Leben kosten. Ich weiß nicht, wie die Einrichtung wieder zur Energie gelangt ist. Das haben sie auch über die Verhaltensregulatoren gesagt. Ich habe nie den Befehl erteilt, meinen Vater zu töten. Wer hat es dann getan? Andere Idra? Unmöglich. Ich zweifle, dass sie von der Hauptkontrolle wissen. Der was? Irgendwo in diesem Sektor befindet sich ein Planet mit der Hauptkontrolle. Sie kontrolliert alle anderen. Wir konnten nie ihren Standort finden. Wer wusste davon? Nur mein Vater und ich. Und Omak. Omak? Er muss den Ort gefunden haben. Omak, der Ferengi? Wir haben mit ihm gehandelt.
Er hat unsere Arbeit finanziert. Er verscherbelte die unschätzbaren Artefakte unseres Volkes für seine Profitgier, aber das war die einzige Möglichkeit. Omag, er hat mich betrogen und meinen Vater getötet. Werden Sie uns helfen, ihn zu finden? Gerne. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Kontakten Sie ihn. Sagen Sie ihm, Sie hätten einen Planeten gefunden, der die Hauptkontrolle bei weitem übertrifft. Sie bräuchten seine Hilfe bei der Ausgrabung. Wir haben uns immer in einer heruntergekommenen Sternenbasis im Jadav-System getroffen. Ein alter klingonischer Waffenhändler namens Lurok betreibt sie. Lieutenant, ich möchte, dass Sie Krindo benutzen, um Omeg eine Falle zu stellen. Nehmen Sie Gonzales mit. Kommen Sie, Krindo. Kontakten Sie Omeg von Ihrem Shuttle aus. Warum? Weil er Verdacht schöpfen wird, wenn Sie eine Föderationsfrequenz benutzen. Ich muss das Kommunikationssystem eines Shuttles reparieren. Picard an Lieutenant Barclay. Treffen Sie Krindo und Lieutenant Monroe in Shuttle Rampe 2 und helfen Sie Krindo bei der Reparatur seines Langstreckenkommunikationssystems. Aye, Sir. Wie geht es Clear? In Anbetracht der Situation gut. Sie gewöhnt sich an das Leben auf der Enterprise. Sehr gut. Die Shuttles sind viel größer von den Idril. Hallo Barclay. Sie kommen gerade recht. Krindo, können Sie mir bei diesem positionalen Stabilisator helfen? Ich habe einen neueren bei meinen Ersatzteilen. Monroe, dies kann eine Weile dauern. Ich sage Bescheid, wenn wir fertig sind. Hervorragend. Ja, gut. Dann, Dankeschön, Barclay, und, ja. Clear an Monroe. Sprechen Sie. Könnten Sie wohl bei meinem Quartier vorbeischauen? Mhm. Machen wir. Was gibt es, Tertia? Da sollte eigentlich ein Dialog kommen jetzt mit zwischen ihm und Telsia. Gut. Treffen Sie sich mit Telsia oder Clea? Hallo, ihr zwei. Omeg wird für den Tod meines Vaters zahlen. Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Omeg wird für den Tod meines Vaters zahlen. Mit Krindos Hilfe sollten wir die Kommunikationssysteme sehr schnell wieder repariert haben. Ich werde Sie benachrichtigen, wenn wir weiter sind. Mit Krindos Hilfe sollten wir die Kommunikationssysteme sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir jetzt einfach einen Cut. Und hier geht's dann in der nächsten Streaming-Session weiter. Ich speichere hier wieder mit dem legendären Informationsmission. Nein, Ende Stream 2019. Ach, keine Ahnung. 2019. 0424. So, machen wir es richtig professionell. Gut, und dann würde ich sagen, ja, für YouTube, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, in der nächsten Session wieder und dann mal gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit wem ihr euch treffen würdet. Mit Helsia oder mit Clea. Man sollte mich niemals an solche Konsolen lassen. Das ist nicht wirklich gut. Naja, so. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Schreibt in die Kommentare, mit wem ihr euch treffen würdet, Telsi oder Clea. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Also bis dann. Tschüss. Und ich spiele noch ein bisschen mit der Tür hier rum. Ich hoffe, es ist okay. Also bis dann. Tschüss.